Hallo ihr Lieben und zurück zur neuen Folge von Die Sims 4 an diesem wunderschönen Morgen und Montagmorgen, besser gesagt. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und er übt hier gerade noch Schauspielern, aber ich wollte ja mit ihm heute mal... Hey Süße! Mal unter den Schauspielern gehen, also Schauspieler kennenlernen. Lass sie mal raus. Dann gehen wir mit ihnen mal los. Könnte ja nicht schaden, dass wir da auch mal ein bisschen in der Öffentlichkeit tätig werden. Gehen wir jetzt einfach mal hier hin. Vielleicht können wir da auch ein bisschen Gitarre spielen und sowas. Machen wir mal alleine. Und dass wir dann mal in der Öffentlichkeit auftreten, dass wir unseren Ruhmstatus mal höher kriegen. Und ich bin ja auch überlegen, ich wollte ja auch diesen Geldbaum. Könnt ihr mir mit dem Schmied holen? Mit dem Schau-Hitten-Objekt. Die Punkte folgt auch nicht noch weichen. Wir brauchen nicht unbedingt Geld. Wir haben nur Rechnungen zu bezahlen. Und, ja. Deswegen. Können wir mal gucken. So. Guck mal, hier können wir. Ich kann auch Schauspielen üben. Guck mal an. Üb mal ein bisschen singen. Ich möchte auch mal gerne gucken, ob es hier ob wir so ein paar Schauspielungen. Das finde ich auch immer schön. Dass die Stadt diese Verzierungen der Jahreszeiten auch in so Gemeinschaftskunststücken sowas macht. Das finde ich schön. Ich kurz. Hier ist eine schöne Bar. Wow, die ist ja schön, die glitzert. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Ist sie mit dem Pack gekommen? Die ist mir gar nicht aufgefallen. Schön. Ist das ein Star? Ach, guck mal, wir verdienen hier was bei. Bleib mal stehen. Ne, ist kein Star. 2 Simoleons immerhin. Können auch mal ein bisschen mehr sein. Ist auch kein Star. Aber was ist hier oben los? Ach, guck mal, Türsteher. Hier kommt man nur rein, wenn man... Wirklich. Kann ich jedem berichten. 4 Simoleons. Juhu! Es wird langsam. Oh, 70 Simoleons von ihrer Station da. Aber hier ist wirklich nichts los jetzt, ne? Paparazzi. Verfolgung schon. Wann haben wir denn? Wann müssen wir denn jetzt, Dienstag um 12 Uhr? Ach, wir müssen doch gleich zu unserer. Das werden wir diese Folge auch noch schaffen. Zu unserem Auftritt. Ja, bleiben wir so lange hier. Und üben so lange singen. Das ist ja für unseren Ruhm ganz gut. Unbekannt. Ja, wir sind doch sehr unbekannt. Aber es wird sich alles ändern. Und hier ist eigentlich Level 3. Schauspielfähigkeit, wo es dann noch Level 2 hat, da. Gut, wir können ja... Ja, ich habe 24 Stunden Zeit, meine Rechnung zu bezahlen. Wir haben das Geld nicht. Aber vielleicht nach unserem Auftritt, dass wir dann die Rechnung erstmal bezahlen können. Warte mal, Schauspielen üben. Dann übst du hier noch weiter ein bisschen Schauspielen, bis es losgeht. Kann dann ja auch nicht... Wer ist das? Fan. Nee, ist auch ein Fan. Ich möchte hier rein. Aber ich habe kein Geld, um den Türsteher zu bestechen. Außerdem nimmt er wieder das Geld und lässt es wieder nicht durch, wie neulich. Weiß ich doch. Guck, muss in circa eine Stunde bei der Arbeit sein. Wir können auch so lange hier bleiben, trotzdem können wir doch mitgehen, ne? Weil wir auch im Gemeinschaftsgrundstück sind, ne? Ich hoffe es. Machen wir ein bisschen auch schnell. Ich will das in dieser Folge noch machen. Auftritt. Was ist gleich soweit? Ja. Mitmachen. Genau. Machen wir es da mal mit. Aber das ist in dieser Folge auch mal erledigt. Haben wir das mal gesehen. Kann ja nur von Vorteil sein.
Ja, wir verdienen gut. Flug ist bei der Arbeit. Perfekt. So. Auf und abschließend frisieren und schminken. Machen wir mal kurz. Ja, für Auftritt frisieren und schminken. Dann wollen wir mal gucken. Hier für den Auftritt. Ach, ich will mal kurz auf der Bühne gucken. Was steht denn hier? Küche? Okay. Ah. Mit ihr müssen wir zu Hause noch mal ein paar Bilder malen. Yes. Ah, Sunanibna. Nächste Folge erstmal unsere Rechnung bezahlen. Yes. Warte mal, nach dieser Richtung hier. Lippenstift. Steht ihm. Ja, wie steht's ihm? Aber gut. Ja, guck mal, was sie uns hier fertig kriegt. Ah? Vielleicht nicht so viel ab. Okay. Er hat, glaube ich, eine andere Haarfarbe bekommen, aber gut. Geschichte erzählen. Das machen wir dann mal kurz bei ihr. Lustige Geschichte erzählen. Hier noch Schauspielen üben. Was? Du müsstest hier noch Kostüm anziehen. Ja, Effekte-Technikerin. Schauspielen. Ja. Jemand nach seinem Tag fragen. Machen wir auch mal bei ihr gleich. Nach Tag fragen. So, und dann hier Kostüm anziehen. Der Notizbuch Regisseur müssen wir erhalten. Regisseur eigentlich. Da. Eine Dame. Suki. Ishikawa. Okay. Wie auch immer. Mal gucken, was für Kostüm wir kriegen. Handwerkerkostüm? Okay. So. Wir hier hin? Und da werden wir uns freundlich vorstellen. Und dann Notizen erhalten. Und Regisseur sagen, bereit für Auftritt. Perfekt. Vampir-Szene ausführen. Sicher beißt. Wir machen mal sichere Variante. Nicht, dass es nicht hinhaut. So, vielleicht genau zugucken. Wenn er denn mal kommt, ah, da ist er. Fragt mich eigentlich, warum Vampir bist. Beim Handwerker, ah, gut. Vampirische Handwerker. Kühlschrank reparieren. Ooh.
Ja, gut. Produkt anpreisen, 10 ausführen. Ja, machen wir auch. Ja, haben wir das geschafft. Und warum sind wir nicht auf Gold? Wir haben doch eigentlich alles gemacht. Ist doch gar nichts mehr. Ah, gut. Aber fast. Ja, gut. Warten wir, bis der Auto zu Ende ist. 554 Simoleons. Ah, gut. Wir können die Rechnung immer noch nicht bezahlen. Aber gut. Ich muss hier noch ein paar Bilder malen. Ich gehe jetzt auch wegen dem Baum gucken, kurz. Oder das mache ich in der nächsten Folge. Das war vielleicht nächste Folge. So, er geht ja mal kurz auf die Toilette. So, verwenden und Mausi. Draußen bist du Bad. Guck mal, kannst du hier ein bisschen stapeln. Ich will ja auch diesen, Dings da kaufen. Ja, sagt schon. Ja, ist das Ding. So ein großes Plüschtier auf jeden Fall. Was du, ja, und, ach, sie malt schon. Guck mal. Ach. Wer bekommt hier ein Baby? Ach, Lotte. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Bug. Hilfe. Stimmt, da war ja was. Es ist ein Rüde. Muffin. Ja, wir nennen ihn Muffin. Eine Hündin. Heidi. Mika ist süß. Oh, guck doch mal diese Knuffelbärchens an. Die nicht süß. Ich dachte, ich habe einen Bug, hier schon verjagt eben. Er will spazieren gehen. Guck mal, gehst du mal kurz mit Lotte spazieren? Hey. Ich will das hier mal ganz kurz verkaufen. Und mal gucken, ob wir uns ein PC hinstellen können. Ganz, 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 wirklich ganz billigen. Die Welpen verkaufen können. Das bringt auch ein bisschen Geld. Dann ist auch Schluss für die Folge. Aber das will ich noch mal ganz kurz gucken. Wirklich ein ganz billigen. Guck mal, wir brauchen einen Kleiderschrank. Er wird überbewertet. Komfort. Und Elektronik. So. Gut. Darum kümmern wir uns in die nächste Folge. Aber ihr Lieben, das war's denn für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss!